Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei den Space Bricks. Es ist was passiert, denn eben gerade wurde das neue Lego Star Wars UCS Set vorgestellt, welches wir ab 1. Mai im Lego Online Shop kaufen können und wer weiß, vielleicht dann auch schon in den Lego Brand Stores. Nämlich bekommen wir einen Lego Star Wars UCS A-Wing Starfighter. Und an dieser Stelle muss ich erstmal sagen, dass ich tierisch froh darüber bin, dass wir endlich mal ein Set bekommen, welches eine neue Innovation darstellt und nicht ein Remake ist, wie wir es gefühlt in den letzten 4 Jahren hatten. Und ich glaube tatsächlich, dass in den letzten 4 Jahren eigentlich die einzige neue Innovation die Slave One war. Davor hatten wir kein UCS-Set, welches nicht ein Remake war. Deshalb bin ich an dieser Stelle sehr, sehr froh. Kommen wir ein bisschen zu den Zahlen, Daten und Fakten. Das Set hat die Setnummer 75275. Es sind 1673 Teile enthalten. Wir bekommen eine Minifigur. Die UVP wird bei 199,99 € liegen. Das macht einen Steinepreis von 12 Cent pro Stein. Der Maßstab bei diesem Set liegt bei 1:16 und wir bekommen ihn, wie gesagt, ab dem 1.5. zu kaufen. Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin tierisch froh darüber, dass wir eine Innovation haben und ich muss sagen, dass das Set mir optisch auch sehr, sehr gut gefällt. Momentan habe ich noch sehr, sehr große Bauchschmerzen mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich werde mir das so die Tage ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ich habe auch ein bisschen jetzt recherchiert. Beim UCS Snowspeeder 75144 war es so, dass wir hier ein relativ ähnliches Teile-Preis-Leistungs-Verhältnis hatten. Allerdings hatten wir hier 2 Minifiguren und beim UCS Y-Wing 75181 war es so, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis wesentlich besser war. Wir hatten 2000 Teile oder annähernd 2000 Teile und auch 2 Figuren. Deshalb an dieser Stelle habe ich erstmal noch gefühlt ein bisschen Bauchschmerzen und weiß noch nicht, ob ich ihn mir gleich am 1. Mal kaufen werde. Kommen wir kurz zur Farbgestaltung. Wir haben nämlich die klassische Farbgestaltung aus Star Wars Episode 6, welche mir sehr, sehr gut gefällt. Ich finde eine Farbkombination aus Dark Red, wie ich es gerne auch nenne, Kaminrot und Weiß ist eine wunderschöne Farbkombination, siehe zum Beispiel Tente 4 oder den Rebel Blockade Runner oder auch die ganzen Gunships aus der Clone Wars Ära. Deshalb hier bin ich sehr, sehr froh über die Farbkombination. Ich finde auch Dark Green würde gut aussehen oder auch teilweise Dark Blue, aber hier haben wir halt wirklich die klassische Form gewählt. Die Figur, die hier enthalten ist, ist exklusiv, sowohl von den Torso-Prints als auch von den ganzen Prints, die wir auf dem Helm haben. Und wenn man sich das UCS-Set jetzt im direkten Vergleich mit dem A-Wing aus dem Film anschaut, muss man schon feststellen, dass das Set echt gut getroffen ist und dass die Ähnlichkeit und die Formsprache hier wirklich ziemlich gut umgesetzt wurde. Mir persönlich gefallen momentan die Triebwerke, also das Heck mit am besten. Ich finde aber auch die Geschütze ziemlich gut getroffen. Das jetzt einmal kurz so als kleines Update für euch. Ihr könnt gerne euch mal das Ding im Lego-Shop angucken. Ich habe es euch unten verlinkt. Und ja, und jetzt muss ich ein bisschen an dieser Stelle darüber nachdenken. Und wir werden das Set sicherlich beim Star Wars Fan Talk ein bisschen thematisieren. An dieser Stelle wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Bau